meinen Kanal schon länger kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Zeitraffern bin. Und zwar Zeitraffer aus Einzelfotos erstellt und nicht oder selten als Zeitraffer-Video direkt in der Kamera. Ja, und alle diese Zeitraffer, die bearbeite ich mit LR Timelapse. Das ist ein Programm von Gunter Wegner. Den hatten Mike und ich auch mal im Podcast zu Gast. Hört da gerne mal rein, war sehr interessant. Ja, und das ist so der Marktführer für die Zeitrafferbearbeitung. Wahrscheinlich auch das einzige wirklich professionelle Tool dafür. Und das nutzen eigentlich alle Zeitrafferfotografen. Bisher gab es da die Version 6.0 und jetzt ist Version 7 rausgekommen. Und da gibt es ein paar neue Features. Die meisten, bin ich ganz ehrlich, interessieren mich jetzt nicht so. Also zum Beispiel, es gibt jetzt einen Workflow für HDR. Zeitraffer habe ich bisher noch nicht gemacht. Und es gibt einen Workflow für JPEG oder einen verbesserten JPEG-Workflow. Meine Zeitraffer mache ich eigentlich alle in RAWs. Schaut da mal gerne auf der offiziellen Webseite oder im YouTube-Kanal vorbei. Da erklärt Gunter die ganzen Neuerungen im Einzelnen. Das muss ich ja hier nicht wiederholen. Aber was mich wirklich interessiert hat, ist die angekündigte Verbesserung der Performance. Denn ich bin aus Patagonien mit 500 GB an Zeitraffern, Fotos zurückgekommen, insgesamt 33 Zeitraffer. Ja, und bis die alle durchgearbeitet sind, das dauert wirklich ewig, weil der Rechner da viel zu tun hat. Und da ist mir natürlich jede Performance-Verbesserung sehr, sehr recht. Also habe ich Gunter gefragt, ob ich das mal ausprobieren kann, habe von ihm eine Lizenz zur Verfügung gestellt bekommen, also das zum Thema Transparenz. Ja, und das oder der wollte ich jetzt mal auf den Zahn fühlen, mal schauen, wie sich das wirklich so im Einzelnen verbessert hat. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen auf dem Rechner an. So, ich lade die Sequenz jetzt mal in LR Timelapse 6. Das sind 528 RAW-Dateien von der Nikon Z8, also 42 Megapixel. Ich erstelle einfach mal drei Keyframes und hole mir die Sequenz in Lightroom und mache so ein paar minimale Bearbeitungen, aber nichts Wildes. Belichtung ein bisschen hoch, machen wir mal plus 0,5, Lichter minus 50, Tiefen plus 50, ja, machen wir hier plus 20 und die Weißpunkte plus 20 und die Schwarz minus 20. So, das soll jetzt erstmal reichen. Wenden wir das auf alle Bilder an. Und jetzt gehe ich den Workflow in LR Timelapse mal einmal von A bis Z durch. Zunächst Autoübergang. Dann werden die ersten visuellen Vorschauen erstellt. Und danach machen wir die Flicker und den Export. Erstellt wird das alles in einem MacBook mit dem M1 Max Prozessor von 2021. Und ja, die Kerne sind alle maximal auf Auslastung und ich höre auch schon den Lüfter vom MacBook. So, 6 Minuten 21 für die visuellen Vorschauen. Als nächstes visuelles Deflicker, da gehe ich mal direkt auf 50er Glättung. Ja, und dann lassen wir mal wieder arbeiten. So, fürs Deflicker knappe 5 Minuten 20 Sekunden. Und jetzt schließlich der Export. Machen wir mal ein Motion Blur 3, 4K und... los! Und knapp unter 16 Minuten 10 Sekunden für das Exportieren des fertigen Zeitraffers als MP4-Datei. Jetzt bin ich mal gespannt, was LR Timelapse 7 so an Performance bringt. So, jetzt sind wir in der Beta von LR Timelapse 7. Ich erzeuge wieder drei Keyframes und werde die in Lightroom wieder genauso wie gerade eben Quick and Dirty bearbeiten. War eine halbe Blende heller. Lichter minus 50. Tiefen plus 20. Weiß plus 20.
schwarz minus 20. So, das wieder auf alle synchronisieren. Und jetzt starten wir den ersten Schritt, visuelle Vorschauen erstellen. Das Erstellen der visuellen Vorschauen geht ungefähr 30 Sekunden schneller in der Version 7 als in der Version 6.5. Nächster Schritt ist dann das visuelle Deflicker wieder auf Anschlag, Glättung 50 und los. So, beim visuellen Deflick haben wir mal einen richtigen Performance-Zuwachs. Bei Ella Timelapse 6 hat das Ganze 5 Minuten 20 gedauert, jetzt sind wir bei 3 Minuten 10. Also das ist mal eine ordentliche Verbesserung. Und jetzt werde ich das Ganze wieder exportieren als MP4 mit den gleichen Einstellungen. Motion Blur 3, 4K. So, beim Export haben wir nicht ganz so viel gewonnen, knapp 20 Sekunden war es schneller, aber über die drei Prozesse zusammengerechnet haben wir knappe 3 Minuten an Zeit eingespart. Für meine 33 Sequenzen aus Patagonien bedeutet das, dass der Rechner ungefähr 1,5 Stunden früher fertig ist. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, das sind reine Softwareoptimierungen, die Hardware ist ja gleich geblieben. Ja, und wenn wir über Optimierung sprechen, habe ich mir überlegt, ich werde von nun an auch die Pro-Lizenz nutzen. Die ist zwar eine ganze Ecke teurer, aber die hat einen entscheidenden Vorteil. Man kann Batch-Verarbeitung machen. Das bedeutet, ich muss nicht einen Zeitraffer komplett fertig machen, dann den nächsten, sondern ich kann sagen, erstell mir erstmal für alle meine 33 Zeitraffer die Vorschauen. Und dann kann ich weggehen, dann komme ich nach einer gewissen Zeit wieder, dann ist der Rechner fertig oder kann es über Nacht laufen lassen. Und dann kann ich sagen, erstell mir mal für alle das Deflicker. Kann ich wieder weggehen, was anderes machen und muss nicht wirklich eine Sequenz nacheinander abarbeiten, bin am Rechner die ganze Zeit. Das finde ich einen großen Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Und es gibt noch so ein paar andere kleine Features, die cool sind. Jetzt kann man H265, also konnte man vorher auch schon, aber geht halt nur mit der Pro-Lizenz. Denn Final Cut hat so ein bisschen Probleme mit den H264-Zeitraffern und mit den Dateien. Da muss ich immer optimierte Medien erstellen. Das fällt jetzt weg. Und was auch gut ist, ich kann Zeitraffer in einer größeren Auflösung als 4K ausgeben. Zum Beispiel 6K oder 8K oder so. Das hat den Vorteil, ich croppe ja hinterher oder mache so einen leichten digitalen Zoom im Schnittprogramm. Und das kann ich dann hinterher ohne Qualitätsverlust machen. Ja, ich weiß, man kann diesen Crop auch, da gibt es auch ein neues Tool jetzt in der Version 7 für, man kann den auch schon vorher machen, aber da muss ich vorher schon genau wissen, wie lang der Zeitraffer werden soll. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ich erstelle mir erst einmal den Zeitraffer und dann gucke ich im Schnittprogramm, wie viel davon nehme ich, lasse ich ihn vielleicht schneller laufen und so weiter. Ja, also da eine Qualitätsverbesserung und ja, ansonsten hätte ich noch einen Feature-Vorschlag. Ich würde mich mal irgendwann über eine Stabilisierung sehr freuen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, die Schnittprogramme, Final Cut, Premiere und so weiter, die können alle gut stabilisieren, aber Ella Timelapse hat ja diese digitale Motion Blur Funktion. Und wenn man die macht und setzt dahinter dann eine Stabilisierung drauf, dann sieht das Ganze relativ matschig aus. So, also entweder Stabilisierung oder Motion Blur ist so ein bisschen die Sache. Wenn beides in Ella Timelapse gehen würde, vielleicht für Version 8 oder so, wäre richtig, richtig cool. So, genug erzählt. Nutzt ihr auch Ella Timelapse? Macht ihr Zeitraffer? Schreibt mal gerne unten rein. Postet auch gerne mal Links, wo man eure Zeitraffer sich angucken kann. Würde mich sehr interessieren. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!